So, neue Aufnahme, neues Glück. Schauen wir mal, ob wir diesmal besser klarkommen ohne Abstürze und Grafikfehler. Ich habe noch kurz eine Ankündigung zu machen. Wir werden nach der Römerkampagne nicht mit den Wikingern und den Mayas, und ich habe einen Grafikfehler, weitermachen, sondern die Missions-CD spielen und das Add-on, denn das kenne ich noch nicht. Also ich werde es blind spielen. Und ja, die Kampagne ist, ja, es gibt 100.000 Videos auf YouTube, wo ihr die angucken könnt. Ich denke, es macht auch nicht wirklich Sinn. Es sei denn, ihr wollt das unbedingt. Dann mal her mit den Kommentaren. So, beenden. Und wieder laden. Und was hatte ich da gerade für Nachrichten? Die sind jetzt wieder weg. Verdammt. Okay, was mir noch kam, ist, dass eine Burg vielleicht zu dürftig sein könnte, wenn ich überrannt werden sollte. Aber ich habe ja eh keinen Platz mehr. Aber wir könnten davor noch zwei. Und ja, das sieht gut aus. Große Türme bauen. Und dann passt das schon. Und Magic, Magic, Magic. Habe ich genug? Ja, klar. Geht das auch, wenn ich nur Taste 2 drücke? Nö. Naja. Bögen, okay. Holz, okay. Brauchen wir auch mittlerweile nicht mehr. Gold? Wie viel Gold haben wir eigentlich? Bringt es eigentlich was, eine zweite Kaserne zu bauen? Ich bin mir da gar nicht sicher. Und ich habe auch keinen Platz dafür. Ach komm, was soll's. Wir probieren das mal aus. Vielleicht bringt das ja was. Ihr latscht auch hier rüber. So. Der Holzfäller findet keine Bäume mehr. Dann, ciao. Was macht mein Spion? Er... ich würde mal sagen, mausetot. Beide. Naja. War jetzt auch nur eine Verzweiflungsaktion. Ist jetzt nicht so dramatisch. So, dann reißen wir dich ab. Hier bauen wir ja schon einen Aussichtsturm. Okay. Hier haben wir schon einen stehen. Hier wäre vielleicht noch einer ganz schick. So. Wie viele Siedler haben wir eigentlich noch? Okay, ich glaube, da ist sogar dringend Bedarf. Gebt mal gleich nochmal zwei große Wohnhäuser in Bau. Hier geht. Mein Gott, warum bin ich hier hinten lang? Ich kann ja nicht mal was bauen. Dann machen wir das halt hier. Und hier haben wir bestimmt auch irgendwo Platz. Ja. Okay, müssen wir viel graben, aber ist doch kein Eck. Holzfäller, keine Bäume. Hab ich gerade ein Déjà-vu? Dann mach du mal hier die Bäume weg. Produzieren meine Goldminen noch Gold? Sind die hier tendenziell nicht? Erfrischen. So. Komm, mach weiter. Hallo? Schön, dass drumherum Gold getragen wird, aber hallo?
Okay. Oh. Es wird spannender, Freunde. Endlich. Wir haben ja auch lang genug gewartet. Hier ist auch eine Baracke fertig. Da bauen wir die nächste. Und wir bauen dann hier weiter, damit wir das nach oben auch verbinden. So. Meine Pioniere hier und ihr werdet wahrscheinlich auch irgendwie sterben. Grad sag ich's. Ja, ist egal. Komm, soll der Geiz. Aber das zum Thema Gastfreundschaft. Das merke ich mir, liebe Maya. Die Wikinger, die chillen nur. Bis jetzt. So. Der Holzfäller findet logischerweise dann auch nichts mehr. Gut, gut, gut. Hier ist noch eine. Ja, hier ist auch Feierabend eigentlich, ganz klar. Dann lauf du da hoch. Und ich. Da ist schon die erste fertig. Ne? Ich hätte gern das Gebäude. Voll besetzen natürlich. Oh, ich habe endlich mal einen Kommandant gekriegt. Ja, Wahnsinn. Und du machst mal Magic. Und das war nix. 95% Angriffsstärke übrigens. Hatte ich nicht mal. Ich baue, glaube ich, nochmal so ein Ding. So viel Werkzeuge rumliegen. Wie schaut's denn eigentlich mit Mana? Okay. Hier kommt nicht hinterher. Heißt, wir brauchen mal zwei Tempel. Die muss ich natürlich auch irgendwo hinbauen können. Da sieht es hier schon arg mager aus mittlerweile. Das ist doof. Da oben, ja, schön, aber das ist ja voll weit weg. Ja, komm, aber dann bauen wir nur einen. Erstmal. Hallo. Ich hätte gerne hier noch einen Aussichtsturm. Wir wollen ja wissen, was abgeht, ne? NSA-mäßig und so. Okay, hier oben ist dann auch bald alles erledigt. Wie viele Ritter haben wir denn? Immer noch. Na. Nee, also irgendwie bin ich da noch ein Schisser. Weil das schon relativ uneinnehmbar ist. Für eine CPU, behaupte ich mal, weiß ich nicht. Denke ich mal. Sagt unser Goldlager. Ach du lieber Gott. Und was sagt unser Waffenlager? Ja, an was scheitert's dann eigentlich? Da können wir noch eins bauen und dann können wir hier vielleicht noch irgendwo. Ja, das machen wir so. Bauen wir hier noch ein Waffenlager und hier noch ein Goldlager. Ich hätte Bock, mich jetzt bei dem zu rächen. Ich weiß noch nicht, greifen die mich dann direkt beide an? Und was ist eigentlich hier hinten? Fragen über Fragen. Bei mir stockt's total. Kohle lagern wir eh schon weg. Wisst ihr was? Hier könnte man doch auch noch ein Lager bauen. Und da bauen wir auch noch eins. Die Eisenmine geben wir mal in Bau. Was haben wir denn hier noch gestoppt?
Eisenminen, okay. Die Goldminen sind natürlich ein bisschen unsicher. Naja. Eigentlich sind sie safe. So. Muss ich hier jetzt extra einstellen? Ne, passt. Schauen wir mal, ob das was bringt. Hier oben vielleicht auch noch ein großes Wohnhaus. Na? Ja. Wo schaffst schon du? Da oben, okay. Ich hätte die Weinproduktion nicht so nah an meine Ritter bauen sollen, ne? Ihr wisst schon, was dann passiert. Ob das die Kampfkraft wirklich steigert? Ich habe keine. Habe ich eigentlich? Ja. Oh, habe ich? Habe ich? Was suche ich eigentlich gerade? Leute. 307. Was ist das? 277 Rennen hier rum? Wohl eher nicht. Es wuselt auch schon ganz gut, wenn man mal näher hinguckt. Vielleicht kommt es schon hin. Irgendwie von Arsch. Mach mal. Wie verschwende ich meine Mana sinnlos? Fertig? Yay! Okay. Gut. Du wirst fertig, du bist fertig. Wirklich was sehen tue ich aber nicht. Einen Grafikfehler hatten wir jetzt schon 100 Jahre nicht mehr. Fuck. Also dann. Dann speichere ich wenigstens. Denn man speichert bei Siedlern nicht, weil man ein Schisser ist. Sondern weil man nicht in einen Bug reinrennen will. So wie ich jetzt. Oh je. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gucke kurz auf die Zeit. Wir sehen uns noch in dieser Aufnahme wieder. Also heute scheine ich nicht wirklich Glück zu haben. Jetzt gucken wir mal, dass es jetzt besser läuft. Irgendwie, wenn ich zu weit rauszoome, habe ich so das Gefühl, dass das die Engine nicht packt. Ich meine, die war ja auch für 16 zu 9 und für hohe Auflösung nie vorgesehen. Ich glaube, wo das Spiel rauskam, war so... Boah... 800 mal 600 die Standardauflösung, vielleicht auch 1024, so in die Richtung, ja. Also ein Bruchteil von dem, was heute so Standard ist und natürlich mit Röhrenmonitor und 4 zu 3, 15 zu 17 Zoll Monitore. Da sah das natürlich ganz okay aus auf so kleinen Dingern. Ey, nein. Nein. Schon wieder. Warum habe ich eigentlich hier... Okay, da kümmern wir uns gleich drum. Das heißt, wieder speichern. Wieder ins Hauptmenü. Wieder laden. Und immerhin sind wir noch im Spiel. Nochmal da hoch. Warum habe ich denn hier? Ach so, da habe ich schon eine Baracke gebaut, um das zu erschließen. Und hier bauen wir auch zusammen. Kein Ding. Oh, jetzt schauen wir mal. Hier. Wenn ich da angreife... Leute, wir probieren was. Komm, wir nehmen mal alle Ritter, die wir haben. Und schicken sie
hier hin. Es werden gar nicht alle loslaufen, weil das zu viele sind für eine Gruppierung. Man kann nur eine gewisse Zahl, ich glaube 50 oder so, anwählen. Aber die sollen auch nur ein bisschen Ärger machen. Und mit dem Rest verteidigen wir dann hier alles. Das wird schon passen. Einfach um ihn zu provozieren, dass er hier reinrennt. Und damit wir jetzt endlich mal ein bisschen Action haben. Weil es ist doch schon sehr zäh, die Mission. Hier fehlt Gold. Hier fehlen Siedler. Und wir haben eine Angriffsstärke von 99%. Also hey, vor was habe ich eigentlich Angst? So, alle weg. Dann ziehen wir mal die paar, die hier noch sind, hier zusammen. Und ein Lager ist fertig. Du bist das nächste Werkzeuglager. Und du... Boah, du warst vorgesehen als Waffenlager. Dass hier mal die Produktion weiterläuft, weil es ja schrecklich. Und jetzt wird es hier gleich auch wie blöd wuseln. Eigentlich nicht. Der Holzfäller, okay. Hier hast du noch ein paar. Ich habe zumindest gedacht, dass es jetzt wie blöd wuselt. Offensichtlich nicht. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ach, das wird schon passen. Sogar noch ein Medic dabei. Und hier läuft die Armee. Und ein Lager ist fertig. Und du solltest für mich das nächste Kohlelager werden. Ich hatte doch hier noch eins, genau. Du wirst ein Eisenlager. Okay. Nein, ich produziere schon ganz gut nach. Das passt schon. Die kann ich opfern. Ich hoffe, da sind nicht zu viele Bogenschützen dabei. Ah, das passt schon. Ah ja. 50 Schwertkämpfer. Alles cool. Da geht was. Nein, da bin ich mit zufrieden. Noch eine Gruppe draus. Eins. Kommandant ist auch dabei. Alles cool. Jetzt warten wir noch, bis alle da sind. Und dann schlagen wir gleich los. Einfach nur... aus Langeweile. So wie halt Kriege beginnen. Eisenerz. Also ich erhoffe mir jetzt echt was von den Lagern, dass jetzt hier meine extrem lahmende Produktion endlich läuft. Sind keine Waffen drin. Und du, Goldmine? Na, ist das von dir? Man weiß es nicht. So, Attacke. Scheiß drauf. Los geht's. Ich überlege gerade, nehme ich eigentlich auf? Wie war's denn? Ja. Okay, das wäre jetzt natürlich toll, wenn ich mit mir selber rede. Du hast die Mission doch gar nicht zu Ende gespielt. Doch, aber die Aufnahme ging nicht. Nein, passt schon. Ich habe sogar einen Priester dabei. Schau mal, was haben wir denn da? Man kann mal gucken. Jupiters Blitz. Oh, Schutzschild. Vielleicht können wir das auch ein bisschen einsetzen. Wäre dann auch so ein bisschen Premiere für mich. Und eigentlich müsste er jetzt schon ziemlich Panik haben und alles, was er hat, hier hinschicken. Da kommen auch schon welche. Und wir nehmen jetzt Türme ein, Freunde. Dann machen wir mal Schutzschild.
Beziehungsweise tun das besetzen und greifen gleich weiter an. Wir probieren mal was. Hier, so. Ja. Keine Ahnung, was das bringt. Er kommt von da unten und er kommt von, ach, er kommt von überall. Jetzt muss ich natürlich auch aufpassen, dass mir hier nicht irgendwelche Grafikfehler in den Weg kommen. Immer hier oben. Was war denn das gerade? Komm, ich kann es nicht laden. Hier weiter. Angreif. Da runter, los. Und der Priester darf nochmal hier Schild. Können wir mal den Blitz ausprobieren, ne? Mal dahinter. Greif das an. Geh mal da, ja. Ups. Ha! Ich wollte ihn ja nur ein bisschen provozieren und ein bisschen was zerstören und... Dann mach mal hier, Jupiters Blitz, komm. Scheint keinen Bock zu haben oder scheint tot zu sein. Okay, meine Armee bitte hier wieder zurück und wieder alles schön zurückerobern. Und wenn ich irgendwo Bogenschützen habe, dann besetzt ihr mal die Türme. Diese habe ich leider keinen mehr. Ja gut, egal. Den machen wir auch voll. Und das hat ihm, glaube ich, schon ganz gut wehgetan. Und tut's auch immer noch. Wo wird eigentlich gekämpft? Komm, da sind doch die Ritter. Los jetzt. Kämpfen wir sogar auf meinem Land. Frisch erobert. Kommandant lebt noch. Meine Bogenschützen sind jetzt draufgegangen, aber er hat hier nur Bogenschützen. Und das könnte ihm zum Verhängen. Ah, aber ich habe auch nicht mehr so viel. Doch, ich habe noch Bogenschützen. Die Medics kämpfen auch an Front mit. Ah, das wird nicht reichen. Aber... Das tut ihm weh. Bam, 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 bam. Einnehmen können die das nicht. Der Kommandant rennt dahinter. Okay. Bleiben wir mal hier stehen. Okay. Und wir speichern, weil wir Noobs sind und keine Grafikfehler wollen. So. Bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen. Er ist abgestürzt. Wow, okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Aufnahme wieder.